Raus an die frische Luft, raus ins Grüne, weg von der Spielekonsole. Das ist das Motto von Wilhelm Hofstiepel. Er arbeitet als Erlebnispädagoge beim Jugendtreff der Arme und Derne. Statt sich die Finger beim FIFA-Spielen wund zu zocken, dürfen sich die Kinder im Wald austoben. Und deswegen kann Partizipation auch nicht sein, dass man immer nur fragt, was möchtet ihr? Weil dann kommt Playstation spielen oder ich möchte ein Handy. Also dann kommt oft das, was schon bekannt ist. Und es kommen nicht die Erlebnisse, die das Lernen ermöglichen. Mein Professor hat immer gesagt, wenn ich euch sage, geht von hier zum nächsten Baum, dann würdet ihr alle auf euren beiden Füßen dorthin laufen. Und wenn ich euch verbiete, eure Füße zu benutzen, dann werdet ihr kreativ. Hofstiepel liegt die Arbeit mit den Kindern sehr am Herzen, weil er versteht, was in ihren Köpfen vorgeht. Ich habe selber eine Biografie, wo ich von der Hauptschule aufs Gymnasium gegangen bin. Und viele von den Jugendlichen dort, die unseren Treff besucht haben, haben dann auch auf dem zweiten Bildungsweg noch Abschlüsse nachgemacht und sind ihren Weg gegangen. Bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist jeder willkommen. Wir sind offen für alle Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen wollen, egal welche Hautfarbe, welche Ethnie, ob die Handicaps mitbringen oder nicht. Die dürfen erstmal alle zu uns kommen. Bei der Arbeit kommt es deswegen auch zu Konflikten, die auch Hofstiepel nicht kalt lassen. Ein offenes Ohr und ein Blick nach vorn. Ein klares Muss in diesem Beruf. Gerade soziale Arbeit ist nicht immer nur, dass es Spaß macht. Es gibt halt auch viel Probleme und viel innerfamiliäre Probleme, Gewalt und Schulprobleme. Und das ist natürlich auch eine Belastung als Mitarbeiter. Und es ist einfach auch für einen persönlich immer wichtig, dass man auch positive Akzente setzt. Für ihn ist das vor allem die Natur. Mit Händen und Füßen die Natur entdecken. Für Hofstiepel werden da Kindheitserinnerungen wach. Das heißt, die Kinder entdecken mit ihren Augen die Natur und die Kunst in der Natur. Jeder kennt das als Kind, dass er schon mal irgendwo auf der Rinde ein Gesicht gesehen hat, was einen irgendwie angrinst oder grient. Und das bietet halt nur die Natur. Und das kommt halt auch oft zu kurz und deswegen versuchen wir auch, mit den Kindern rauszugehen. Ja, der Sinn liegt darin, dass die Kinder hier Teilhabe an der Gesellschaft haben, dass sie halt in die Gesellschaft hineinwachsen und ihren Platz dort als erwachsene Menschen finden können. Also wir versuchen schon für die Kinder und Jugendlichen fokussiert da zu sein und für die eine Lobby zu bilden und für sie ein Sprachrohr zu sein. Das zahlen die Kinder mit Dankbarkeit zurück. Besonders deutlich wird das an einem ganz bestimmten Beispiel. Dieses Jahr konnte die beliebte Fahrt nach Südfrankreich nicht stattfinden. Hofstiepel ist von der Reaktion der Kinder auf die schlechte Nachricht immer noch sichtlich gerührt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da gibt es doch noch andere Anbieter, die fahren auch. Und die dann aber gesagt haben, nein, wir fahren nur mit euch. Und können wir das nicht irgendwie hinkriegen, dass wir trotzdem fahren können? Und das hat mich schon berührt. Also, berührt mich immer noch. Ja. Geld spielt immer eine große Rolle. Er wünscht sich gerade im finanziellen Bereich eine deutliche Unterstützung seiner Arbeit. Wir versuchen immer noch eine gute Kinder- und Jugendarbeit zu machen, aber die Finanzierung wird immer schwieriger. Und das ist schon eine Arbeit, die sehr viel Spaß macht, wo wir mit sehr viel Herzblut dabei sind. Aber es wird halt wenig wertgeschätzt finanziell. Aber davon lässt sich Hofstiepel nicht entmutigen. Ich glaube aber, dass das ganz wichtig ist, dass wir dieses Angebot weiterhin bereit haben. Den Weg der Kinder wird er auf jeden Fall weiter begleiten.